Also das schockt mich jetzt ziemlich. Wir haben zwar eine coole Parkbewertung hier mit 300 Punkten mittlerweile, aber wisst ihr was? Wir gehen nochmal in der Forschung gucken, ob es Möglichkeiten gibt, Geld zu sparen oder Geld zu generieren noch. Weil nur 200.000 pro Minute klingt nach viel, aber es gibt auch immer wieder negative Ereignisse und das können wir uns eigentlich so nicht leisten. Schau mal, ob wir in der Forschung uns noch irgendwas holen können, wodurch wir Geld sparen oder so. Gebäude-Upgrades, die die Leistung der Parkteams verbessern. Könnte was bringen, aber ist nicht das, was wir eigentlich wollten, ne? Gästeeinrichtungen. Das haben wir schon alles. Gibt es Effizienz-Updates? Strom. Verbesserte Stromproduktion für Kraftwerke. Vielleicht könnten wir ein Kraftwerk dann wieder dicht machen, aber es ist ein bisschen Spekulatius. Geschäfte hätten nur 50% Auslastung, meinte wieder Snedir. Hätten wir mehr Dinos, hätten wir mehr Gäste. Schauen wir uns mal die Auslastung unserer Geschäfte an. Aber vorher noch mal ein bisschen ja. Gastkomfort. Also, wir können mal alle Gebäude durchgehen, ob wir neue Module reinpacken können oder anderes. Attraktion bearbeiten. Anziehungskraft plus 100. Denn damit könnten wir dann auch mit besseren Attraktionen dafür sorgen, dass wahrscheinlich mehr Gäste kommen, ne? Sie helfen Einrichtungen, die Einnahmen zu maximieren. Das heißt, die Attraktion sollte stehen neben den Einrichtungen, die Dinge verkaufen, ne? Den Restaurants und den Bars und so weiter. Und darauf haben wir nicht geachtet. Weil die Attraktion steht in einem Bereich, wo drumherum höchstens eine weitere Einrichtung nur steht. Die haben wir nicht geschickt gebaut hier. Aber wir wissen auch nicht genau, was die für einen Bereich hat, ne? Wie weit das gilt. Vielleicht ist die nicht so klug gebaut. Vielleicht hätten wir die. Wir können die auch noch verschieben. Wir können die hier in die Mitte schieben. Weil hier sind ganz viele Dinge. Hier ist eine Big Bear. Mittelgroß. Hier ist eine mittelgroße Einrichtung. Da ist auch eine. Hier vorne ist auch eine mittelgroße. Das ist nur ein Schutzraum. Den könnten wir auch woanders hinschicken. Wenn könnten wir die. Ich schau mal, ob ich die umschieben kann. Ob wir die hier unten hinschieben können. Das wäre genial. Wenn das möglich wäre, das wäre so genial. Die wäre direkt neben drei unserer Einrichtungen und müsste eigentlich dafür sorgen, dass sie dann mehr Geld generieren. Aber das kriegen wir hier nicht. Da hier, da war's. Ja. Das müsste eigentlich einen Vorteil bringen für alle, oder? Gewinn nur bei 13.000. Die Auslastung ist immer so bei 80% etwa, ne? Auslastung ist so bei. Und da ist sie ganz schlecht hier oben. Hier kommen viel zu wenig Leute hin. Da machen wir sogar miese. Aber nur geringe Miese. Da ist die Auslastung eine größere. Und hier ist die Auslastung eine ganz geringe, komischerweise. Vielleicht haben wir hier auch zu teure Module verbaut. Ja, hier sind die Module viel zu teuer. Hier gehen wir weit über die Bedürfnisse der Gäste hinaus. Da könnten wir zum Beispiel. Die können wir wegmachen, eventuell die Skelettausstellung. Oder zumindest die Fossilienausstellung, die könnten wir uns schenken. Gewinne mal, ja. Ist schon nochmal einen kleinen Gewinn. Wir
Wir gehen mal alles durch. Vielleicht können wir irgendwo Geld sparen oder Dinge machen. Hier ist die Ausstattung. Das ist 15.000 Gewinn. Hier sind zwar auch ein paar Leute zu wenig, aber alles klappt gut. Ich glaube, wir haben vielleicht teilweise zu großzügig konfiguriert und zu dolle Module gebaut. Könnte ich mir vorstellen. Kleines Hotel. Und Unterkunftsbewertung 37%. Die machen gar keinen Gewinn hier. Die machen keinen eigenen Gewinn. Das heißt, die Gäste dürfen da für lau hin. Das ist ja interessant. Hier ist kein Gehege, stimmt. Das Gehege ist hier vorne. Aber die hatten wir hingesetzt, weil uns das die Missionen dazu provoziert haben. Die haben gesagt, wir mussten eine bestimmte Abdeckung uns holen. Hier haben wir ein kleines Problem. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Wie hoch ist es? Wir gucken mal, ob wir vielleicht Geld zu viel verbraten. Hier zum Beispiel. Oh, hier passt es gar nicht. Hier passt es überhaupt nicht. Das ist eine kleine Einrichtung. Einmal Essen. Die reißen wir schon mal ab. Boah, ob wir da nochmal eine hinbauen können, weiß ich nicht. Wir versuchen es mal. Wie gut ist sie ausgelastet? Voll. 200 von 200 Plätzen. Einmal weg. Transportiere Produkt. Mal schauen, ob wir da was Besseres hinsetzen können. Mal schauen, ob das geht. Und also da oben kommt Essen hin. Hier ist der Gewinn okay, ist voll ausgelastet. Das ist ein Einrichtungshaus. Das kann man abreißen und ersetzen durch ein größeres. Und das ist einmal zu trinken. Ja, die reißen wir alle ab und machen von jedem Typen einmal neu. Einmal hier weg, einmal hier weg. Einmal hier weg. Und aus irgendeinem Grund gibt es plötzlich Stromprobleme. Und es ist mir... Ach, hier wurden die Strommasten, Verbindungsmasten wurden auf einen, wurden irgendwie mit abgerissen gerade. Und das Umspannwerk ist hier. Weiß der Henker warum? Jetzt ist wieder alles da. Ich soll kurz warten, bis alles abgerissen wurde. Und jetzt bauen wir neu. Also. Drei mittelgroße Einrichtungen von jedem Typ. Strom muss auch da sein. Strom kommt von hier oben. Die erste. Und wenn wir eine Attraktion daneben packen würden, dann müssen ja eigentlich noch mehr Leute hinkommen. Stelle ich mir vor. Wir hatten das hier unten ja gerade ausprobiert bei der Attraktion hier. Wir hatten gehofft, dass die alle drumherum boostet. Und hier sind jetzt... Ich weiß nicht. Verursacht die Geld hier? Kosten? Das Kino? Ich habe sowas von keine Ahnung. Schauen wir mal, ob wir hier drei hinbekommen erstmal. Also, wir bauen. Mittelgroße Einrichtung. Es ein Restaurant. Sind die unterschiedlich groß? Nee, die nehmen etwa gleich viel Platz ein. Eines hier vorne hin. An die Straße dran. Da werden wir wahrscheinlich das Umspannwerk verschieben müssen, aber das sollte eigentlich gehen, oder? Na, wird schwierig. Stellen wir etwas mittiger hier hin. Stellen wir hier vorne das Teil, die paramedizinische Anlage, ein Stückchen weg und gucken mal, ob wir die nicht hier hingesetzt bekommen. Im Wasser geht nicht.
Hier hätte sie angeblich Strom mit uns angezeigt. Ob das stimmte, weiß ich nicht. Wir versuchen es mal. Ich mache mal ein Stück Wasser hier weg. Wir machen mal einen anderen Untergrund, weil das irgendwie doof aussieht. Ob das wichtig ist, weiß ich nicht. Wird die geschoben. Schauen, ob sie jetzt geht. Das ist nicht gut. Das könnte gehen. So. Da hinten hin. Aber da soll nachher auch ein weiteres Gehege hin. Das ist alles hier ziemlich Quark. Ja, das machen wir anders. Wir müssen hier die Straßen mal anders verschieben. Wir machen mal eine Straße, die führt hier lang. Das war eine große, hier lang, hier hoch, hier hin, dahin. Dann reißen wir das hier unten wieder ab. Dann nehmen wir das Teil hoch und packen es hier vorne hin. Und was ist, wie das ist ja absurd hier. Was denn hier an Terraforming passiert? Waren wir das? Anscheinend ja. Die Gefälle machen wir auf ganz gering. Das geht alles mächtig ins Geld hier. Boah, ist das schwer. Ich glaube, wir müssen erst die Straße wegmachen, ne? Ist schon wieder weg. Nochmal Terraforming bitte. Radius maximal. Gefälle. Jetzt klauen wir das Teil und schieben das nach unten. Schauen, ob das geht. Noch nicht. Alles Mögliche wird uns rot markiert angezeigt als Problem. Wir gehen hier mal auf Glätten. Hat uns das geholfen? Das Glätten, Terrain abflachen, etwas höher, etwas niedriger. Ich habe keine Ahnung. Trial and Error, einmal hier rauf, einmal verschieben, einmal nach unten. Klappt es jetzt? Also notfalls kann man die Anlage auch ganz woanders hinschieben. Es ist völlig egal, ob die hier oder hier unten steht, die muss nur Strom haben. Hier unten ist eine schon. Können sie auch hier oben hinstellen. Sie braucht nur Strom. Strom bekommen wir von hier unten. Das könnte klappen, ja. Das geht genauso gut. Das können wir auch machen. Notstrom. Vom Notstromgenerator bekommt sie Strom. Wir wollen aber, dass sie vom Umspannwerk Strom bekommt. Das ist hier. Dann müssten wir das ein Stückchen schon wieder nach unten schieben. Das hatten wir eben schon mal probiert. Das war, glaube ich, ein Problem. Ein Stück nach unten. Nee, das deckt im Augenblick das hier oben ab. Wir müssen es einfach mal ausprobieren. Ein Stückchen nach unten hier hin, dann wird es da oben wiederum nicht abgedeckt. Mann. Da kriegen wir es hin, da war es auch vorher. Sehr witzig. Nee, die Stelle ist genial hier. Notfalls können wir auch noch ein Umspannwerk natürlich hinsetzen, aber wir wollen ja eigentlich Geld sparen und machen das deshalb. Wir versuchen nochmal hier ein... Da war was! Da war es gerade!
Ein winziger blauer Moment. Da ist er. Und Strom von unten. Ja. Und es sieht auch sehr organisch aus. Sieht aus wie Machu Picchu. Ein Weg von hier runter. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Das sieht ja sich. Ich freue mich jetzt schon da gleich mit dem Wagen runter zu gurken. So. Und dann brauchen wir noch eine Straße, die hier oben hinführt. Ja, komm, 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 komm. Geht das? Noch nicht. Ein bisschen tricksen, bitte. Das wären schöne Autofahrten gleich. Das geht nicht gut, das geht nicht gut, das wird nicht klappen. Und wenn wir das ein Stück. Jetzt hat man gerade einen Platz gefunden. Wir können das letzte Stück einen kleinen Weg machen. Ich hatte einen großen Weg. Ah, es gibt ja auch die kleinen Wege. Hier, das letzte Stückchen kleinen Weg. Vielleicht rettet uns das. Und jetzt? Komm, 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 komm. War da was? Ja. Ja, ja. Und jetzt den großen? Ja, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Zauberhaft. Sehr schön. Ich wollte mal wieder mit dem Kopf durch jemanden, das hat nicht geklappt. Ganz ruhig bleiben. Hier wieder rüber. Oh, hier rüber, sagte ich. Ja. Ja. Ja, ja. Geht doch. Müssen wir ein bisschen aufpassen mit dem Strom. Strom im Augenblick weg. Strom kommt gleich wieder. Hoffe ich. Ja, das sieht doch super aus. So, und der nächste Schritt ist jetzt, dass wir hier diese ganzen coolen Gebäude hinbauen, woran wir denken müssen. Hier kommt irgendwann nachher das Gehege für den T-Rex hin. Das soll hier hin, hier direkt gegenüber, hier sind die ganzen Anlagen, hier kommt das hin. Das heißt, wir bauen in die Mitte ein paar schicke Einrichtungen jetzt. Ja, die Gäste müssen diese Wege gehen. Das ist so wie das nicht. Ja, es sei denn, wir schaffen es in der Forschung, vielleicht einen Sessellift zu erforschen. Da könnten wir die da per Sessellift raufbringen. Fände ich auch sehr schön. Würde mir gefallen. So, jetzt gehen wir rein in die Einrichtung. Bauen drei mittelgroße Einrichtungen hier unten hin. Und die bauen wir so, dass sowohl die Leute, die hier links als auch in das Gehege rein wollen, als auch die Leute, die später rechts in den T-Rex rein wollen, das im Prinzip finden. Nein, wir machen das hier als Hauptstraßen. Von hier geht es zum T-Rex rüber. Und jeder, der zum T-Rex will, der muss hier an den Läden vorbei. Irgendwie sowas kommt. Also das hier ist einmal trinken, bitte. Strom ist da. Einmal trinken. Machen wir nachher. Billige Burger. Ich habe doch gerade... Was ist denn jetzt gerade? Das gibt's doch gar nicht. Wieso denn billige Burger? Ich habe doch gerade Essen. Schon wieder. Ich habe das Gefühl, das verändert sich manchmal, wenn man setzt. Der Zweck. Nochmal hier rein, nochmal hier rein. Essen. Vielleicht habe ich auch Essen gemacht, keine Ahnung. Dann hier wieder rüber. Dann gucken wir mal, ob das klappt. Ja, komm, 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 komm. So, und. Ja, ja, ja. Einmal trinken. So. Und jetzt bitte noch einmal das hier. Einmal Souvenirs, T-Shirts, Wasserpfeifen, keine Ahnung. Und? Nein, jetzt geht das nicht. Es soll aber gehen, es muss aber gehen. Der ganze Plan zielt darauf ab, dass das geht hier.
Macht mich nicht fertig, Leute. Das soll hier gehen. Ich lehne mich schon wieder ein Stück. Nein, der Strom reicht nicht bis hier unten hin. Der reicht hier nirgendwo hin, der Strom. Wir bauen zwei von denen. Jetzt habe ich den echt die Faxen dicker. Das Teil wird einmal rüber. Ich hab keine Lust hier bei den... Wegen den Umspannwerken ja alles dreimal und viermal und überhaupt und sowieso. Und ich kann es echt... Ja, hab die... Also echt. Einmal hierhin, bitte. Geht doch. So. Einmal schon wieder den Strom rüberziehen. Dann wieder eins bauen. Ne, jetzt bauen wir erst das andere Teil hin. Das Geschäft hin. Der fehlte uns noch. Der kommt jetzt hier hin. Ich dachte, Anno ist ein Spiel, wo man manchmal mit Gebäuden und Feldern puzzeln muss. Aber das ist ja ein Kinderspiel im Vergleich hiermit. Einmal hier hin, bitte. Straßenanschluss. Dicke Wege, bitte. Einmal. Zweimal. Dreimal. Dann nochmal Strom unten hin. Bekommt die Beobachtungsgalerie hier Strom? Ja, die bekommt Strom. Hier unten hin. Hierhin bitte. Dann wieder nochmal. Maste ziehen. Geht doch. Gebäude konfigurieren. Irgendwo ist angeblich ein Dino tot. Habe ich ihm das erlaubt? Hier stirbt niemand ohne meine Erlaubnis. Haben die Dinos noch nicht begriffen. Alter Schwäche. Das kann passieren. Einmal weg, bitte. Wie viel ist eigentlich mittlerweile unser Profit? Immer noch nur 224.000. Einmal rüber. So, und jetzt werden die bitte einmal durchkonfiguriert. Gästetypen. Wir lassen einen Moment das hier durchlaufen, damit mal alle Gäste einmal vorbeikamen. So. Fangen wir hiermit an. Und wir holen uns fürs Essen viel Naturtouristen, die Grünen wollen viel und die Gewöhnlichen. Ein veganes Buffet. Komm. Dann haben wir die beiden schon mal abgedeckt. Wobei, das ist ziemlich dürftig, ne? Ach komm, wir machen das. Ein veganes Buffet oder... Ich will nicht schon wieder Donuts. Fangen wir damit an. Innenmodule. Am meisten wollen die Naturtouristen und die Gewöhnlichen. Weiß und grün. Das Aquarium weiß und gold mit Dreierpfeilen nach oben. Skelettausstellung. Ja. Jetzt müssen wir noch einen klitzekleinen Schub machen. Das lassen wir erstmal, dann gucken wir mal, wie die anderen sich kommen. Da kommen ja noch Gäste über Zeit rein. Fangen wir mal damit an. Aromatisierter Milchkaffee. Produkt unterwegs. Einmal das Ingwerbier, bitte. Auch hier die Skelettausstellung. Noch mehr Grün und Weiß, bitte. Die Fossilienausstellung ist billig. Wasserspiel ist teuer. Machen wir aber. Dann haben wir die unteren auch abgedeckt. Aquarium.
Und dann brauchen wir noch ein bisschen für die Weißen. Karaoke ist schön billig. Spielbereich für die Kinder. So. Das sieht doch schon mal halbwegs passabel aus. Gewinn 30.000. Cool. Können wir die Anzahl der Gäste noch irgendwie erhöhen? Ist hier irgendwas dabei? Durch das man mehr Gäste bekommt. Das ist die Anzeige links. Ich glaube nicht. Also das ist schon mal eine Goldgrube hier. Jetzt nochmal hier rein in die Abendkleidung. Grün und weiß. Schon wieder T-Shirts. Immer die T-Shirts. Wir decken nur alleine damit mit der Freizeitbekleidung auch die goldenen ab. Das sind so wenige, die Luxustouristen. Dann ganz viel Grün und Weiß mit der Skelettausstellung. Dann noch mehr Grün und Weiß, bitte. Fossilen Ausstellung würde knapp reichen und ist auch Goldgrube. Lassen wir mal solo durchlaufen und schauen uns mal an. Achso, hier können wir auch die Anzahl der Gäste noch erhöhen, indem wir noch die Regale reinsetzen, oder? Zusätzliche Regale. 425 Leute können untergebracht werden. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Das Aquarium hat 25 Plätze weggenommen. Oh, hier müssen ja kommen noch mehr Weiße und Grüne hin. Aquarium nimmt Plätze weg. Ja, stimmt. Da müssen wir mal drauf achten. Noch mehr Weiß und Grün. Fossilienausstellung. Gewinn 33. Ingwer Bier. Alles gut. Konfigurieren. Aquarium ersetzen. Durch das Wasserspiel. Ja, das kostet aber auch Leute. Ihr setzt es mal durch den Springbrunnen. Ja, Gewinn steigt und wir haben mehr Gäste. Gut, sehr gut. Ich glaube, jedes bringt jetzt 30.000 plus im Monat, ne? Ja, das hat sich ja dermaßen gelohnt. Oh Gott, jetzt kommt ein Sturm. Gerade wo ich der Meinung war, wir könnten im Geld schwimmen. In dem Augenblick kommt der Sturm. Gerade wo wir alles einmal aufgebaut haben und es läuft. Mist, Schattenkleister. Wie viel Geld kassieren wir? Boah, das kostet jetzt wieder ein richtiges Vermögen, ja? Ich kann einmal Geld nochmal einsehen, nehmen hier vorne. Aber nachher. Jetzt beobachten wir den Sturm. Das ist wichtiger. Gibt es irgendwo ein Sturmproblem hier? Noch nicht. Ist irgendwas beschädigt? Nein. Sollen wir die Notstromgeneratoren mal aktivieren für den Fall der Fälle? Ich finde ja. Die machen mal alle an. Die sind auch für so Situationen da. Schon gibt es die ersten Probleme, aber die ersten richtigen Probleme erst dann, wenn irgendwo ein Zaun kaputt geht. Den Rest ignorieren wir. Sobald ein Zaun kaputt geht, müssen wir aufpassen. Das sind nur normale Touri-Einrichtungen, die kann man nachher reparieren. Auf die Zäune achten, Leute. Wenn irgendwo Zäune kaputt gehen, ganz schnell reagieren. Lidrum, the second. Vielen Dank fürs 21. Abo. Ich habe die ganze Zeit nicht hingeguckt, entschuldigen bitte. Silk Road, danke auch an dich. Auch fürs Siebte schon. Geht irgendwas kaputt hier? Noch nicht. Muss irgendwas repariert werden? Noch nicht. Wir gucken aber schon mal, ob es so Kleinstaufgaben gibt. Hier. Einmal reparieren. Hat es nicht angenommen. Warum denn nicht? Ranger. Basisaufgabe hinzufügen. Zaun reparieren. Die sind zu Kleinstfehler manchmal. Das hier ist noch egal.
Ist der Sturm schon wieder vorbei? Wir haben es geschafft. Nichts Schlimmes passiert. Ist irgendwo ein Dino ausgebrochen? Nee, ne? Boah, das ging ja. Wir haben nochmal Schwein gehabt. Irgendwo ist ein Dino gestorben. Ist im Sturm umgefallen, aber das war's schon. Hat einmal echt Glück gehabt. Bunker wieder aufmachen. Also Bunker wieder schließen. Dann ein paar Dinge in Ordnung bringen. Einmal hier reparieren. Einmal hier reparieren. Mit dem hier vorne. Ah ne, der andere. Ja, das repariert er schon hier vorne. Einmal hier reparieren. Hier reparieren. Dem können wir auch Aufgaben geben hier. Haben wir eins doppelt eingestellt, aber das ist nicht schlimm, falls die anderen irgendwie zu lahm sind. Alles gut gegangen. Wir haben es geschafft, Leute. Ist irgendwo noch ein toter Dino. Mal gucken, wo. Hier links. Da ist noch ein toter Dino. Hier irgendwo in der Ecke. Wo war der denn? Hier vorne, ne? Der Ärmste. Altersschwäche kann passieren. Oh, Entschuldigung. Von denen sind zuletzt sehr viele gestorben. Wir müssen mal gucken, ob das noch genug sind. Wie viele sind es im Gehege? Bestand nur noch zwei. Wir haben von ein paar Rassen brauchen wir neue. Einmal oben rein in die Brutstätte. Es sind viele in Altersschwäche gestorben. Erbgut bei 89, das modifizieren wir mal. Mittlerweile können wir das besser hinbekommen. Nee, alle Modifikationen verbraucht. Mehr ist nicht drin. Wir nehmen dieselben wieder. Und brüten. Pardon, synthetisieren. Mit einer 7 Eigenschaft hier. Mit Kari. Einmal drauf los. Das machen wir gleich zweimal. Auf geht's. Und ansonsten läuft's mittlerweile ganz gut. Grüßt mal den Alex und seine Leute ganz lieb, den Hobbygeneral, der kommt gerade vorbei. Begrüßt mal alle ganz freundlich den Alex. Alex und seine Truppe kommen gerade vorbei. Transport im Gange. Hi, Alex. Grüße an dich und die Deinen. Hier sterben leider keine Menschen, nur Dinosaurier. Ich habe gerade einen Dino. Hier sterben Dinosaurier in Altersschwäche. Ich habe eben schon mal den Fehler gemacht. Schade, dass du da nicht dabei warst mit deinen Leuten. Ich habe tatsächlich versehentlich so kleine Dinos hier vorne gezüchtet. Zweimal. Und dann die Stadt in ein anderes Gehege zu bringen, das Tor aufgemacht und die in das Gehege reingelassen, wo so ekelhafte große Dinos drin sind. Und die wurden von denen bei lebendigem im Leibe gerissen und gefressen. Das war peinlich. Das war abgrundtief peinlich. Das war entsetzlich peinlich. Hat aber sehr viel Spaß gemacht, den Zuschauern mir zuzugucken, wie ich rot anlief vor Scham. Kein Anblick. Also es war echt, hätte dir wahrscheinlich auch gefallen. Jurassic World Evolution 2, gerade rausgekommen. Das ist unser Park hier. Wir haben 5 verschiedene Dinosaurierarten. Die kann man begucken und begaffen und ausstaffieren. Und mittlerweile hatten wir hatten ja eben gebaut. Und ich glaube, mittlerweile läuft es finanziell besser, aber nicht wirklich. Ein bisschen kommt Geld rein. Ein bisschen umgebaut eben. Haben wir gravierende Schäden irgendwo? Ich glaube nicht. Dann lass uns da noch einmal kurz Achso, wir können die Dinosaurier jetzt ausbrüten hier. Die Parasaurolophus. Weil da sind ein paar zuletzt an Altersschwäche gestorben. Der hat 2 positive Eigenschaften. Eine.
nehmen wir die drei. Ach Gott, ist das teuer hier. 500.000. Wissenschaftler, Brutspezialist Che. Macht das. Und einmal hier vorne bitte. Oh, viele gute Eigenschaften. Klasse. Brauchen wir von den Wohlbefinden Werten, welche die insgesamt 5 ergeben. Nehmen wir die beiden. Und einmal Aufgabe starten bitte. Und jetzt muss ich mir echt vornehmen, weil die entstehen wieder in dem Gehege, wo ich eben die Dinos entlassen hatte, zu den Velociraptoren. Jetzt muss ich daran denken, dass sie woanders auskommen. Ja, was brauchen wir für den T-Rex? Ich habe keine Ahnung, was wir für den brauchen. Wir können mal gucken gehen. Auf der großen Karte. Auf der Expeditionskarte, wo man den T-Rex hier findet. Ob wir den in USA finden oder woanders. Die gelben sind die neuen. Also in den USA anscheinend nicht. China auch nicht. Wo gibt es denn den T-Rex hier? Also das hatten wir alle schon geguckt. Das sind alle schon bekannte Geschichten. Der muss irgendwo anders sein. Wo kann man das gucken? Die Tasks, die Aufgaben, Parkbewertung. Ach nein, in der Forschung. Rein in die Forschung und den T-Rex wahrscheinlich durch Forschung freischalten. Ne? Fleischfresser. Da ist er. T-Rex. Wir brauchen den Forschungsknoten, den können wir uns holen. Und dann müssen wir die Parkbewertung auf 3 Sterne erhöhen. Das sollte eigentlich ein Klack sein. Das heißt, wir gehen einmal hier hin, schmeißen Forscher dazu. Wir brauchen... kriegen wir hin. Nimm die beiden bitte. Aufgabe starten, 500.000 raus. Das ist der Zwischenschritt, Forschung läuft. Dann können wir gleich neue Dinos hier entlassen, per Airlift rüberbringen in das Gehege. Puh, wo war das denn gerade? Das war... Hier vorne ist der Eingang, hier vorne waren wir einmal die Karte, die ganze Welt um die eigene Achse drehen. Brutstätte, werden immer noch ausgebrütet. Hier, gleich fertig. Perfektes Timing, per Airlift freilassen und rüber in das Gehege hier links. Hier hinten werden die hingebracht, per Hubschraubschraub. Sammelt. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Da werden sie hingebracht. Lektor, danke dir. Liebe Grüße, danke fürs erste Abo an dich. So. Und Parkbewertung bei 3,5. Läuft ganz gut. Geld. Immer ein... Ah, es geht so. Brutstätte. 30 Minuten. Aufgaben kann man auch hier rechts gucken. Forschung läuft auch. Da fliegen die neuen Dinos gleich rüber. Und im Chat hat es zu Recht von Wie das mit dir von David. Den T-Rex sehen wir beim nächsten Mal. Wenn wir beim nächsten Mal weitermachen, auf Twitch ankommt, kommen die T-Rexe. Ganz genau. Die werden jetzt hier rübergebracht. Die gucken wir uns einmal kurz an. Oh, Brutstätte. Wir können auch die weiteren rüberbringen. Hier vorne hin, bereit zum Freilassen. Per Airlift bitte. Achso, die Airlifte sind unterwegs. Da muss ich im Moment abwarten. Die können anscheinend nicht parallel laufen. Achso, alle sind im Betrieb, ne? Beginne Produkttransport. Ja. Alle sind im Betrieb. Die landen jetzt hier vorne. So sehen sie aus. Ich hoffe, ich habe das Gehege nicht zu voll gemacht. Die lernen jetzt ihre... Was ist gerade einer gestorben? Was? Ist gerade schon wieder einer gestorben? In dem Augenblick, wo neue kommen? Die sterben ja wie die Fliegen. Nein. Komm, mach ich mich nicht fertig. Nee, nee, nee. Das stimmt nicht. Nee, nee. Erschreckt mich nicht, bitte. Hier kommen die alle an. Im Gange. Das wäre Fleischfresser, wir sind weiter. Bereit zum Freilassen. Jetzt per Airlift rüber. Und hier hinten hin, bitte. 5. Noch 3. Das sind extrem viele. Ich
aber ich habe es ein bisschen übertrieben. Ganz viele von denen hier. So sehen sie aus. Wir gucken, bevor uns die angucken, es gibt ein paar Leute von den Wissenschaftlern. Eine. Karim. Weil Jedi Karim muss einmal sich ausruhen. Da fahren wir Geld raus. Aber so sehen sie hier aus. Unsere Dinos. Die beiden sozialisieren sich. Im Hintergrund fliegt einer, kommt einer vom Himmel heruntergelassen. Produktzustellung bestätigt. Produkte eingetroffen bei WB. Wie klein das Rangerhaus im Vergleich zu denen aussieht, ne? Kommt mal neuer von denen herangeflogen. Einer nach dem anderen.